Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute ein wenig anderes Video von mir. Der ein oder andere, der im Stream bei mir aktiv ist, wird es wahrscheinlich schon mitgekriegt haben. Ich habe mittlerweile, zumindest für meine Verhältnisse, World of Warcraft durchgespielt. Heißt, ich habe mir alle Erfolge erspielt und alle Mounts, die man sich zurzeit in WoW erspielen kann, gesammelt. Und ja, das wollte ich euch jetzt mal zeigen, auf ein paar Sachen eingehen. Und dann noch so ein bisschen so einen Ausblick geben, was ich jetzt als nächstes vorhabe. Und ja, als allererstes schauen wir mal rein bei den Erfolgen. Ich habe jetzt beim Allianz-Char hier unten, seht ihr es? Das hier ist übrigens mein Main. 3936 von 3936 Erfolgen. Und damit haben wir die Gesamtzahl von 33.545 Erfolgen. Das ist bei der Allianz tatsächlich die maximale Anzahl. Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, da gibt es Leute, die haben mehr Erfolge. Ja, das ist richtig, aber das sind dann wahrscheinlich Hordenspieler. Und bei der Horde gibt es nämlich 40 Punkte mehr. Und das ist schon das Erste, was mich ein bisschen nervt. Ich habe natürlich ja Hordenschatz. Ihr wisst, mit dem Char habe ich ja auch zwei Raid-Contents, sagen wir es mal so, habe ich mit dem Main geraidet, mit meinem Hordenschar, und da die ganzen, oder fast alle Achievements quasi auf Horde umgemünzt werden, außer ein paar Horden-Only, beziehungsweise bei der Allianz-Only Achievements, habe ich da auch nicht viele extra farmen müssen. Habe bei dem Hordenschar jetzt 33.585, und das sind auch die maximalen, die im Moment gehen, dementsprechend dann bei der Horde. Blöderweise werde ich auf verschiedenen Ranking-Seiten natürlich mit meinem Allianz-Char gerankt, und der hat 40 Punkte weniger, und ne, ihr wisst, wie das ist. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin nicht der Erste, der alle Achievements in WoW sich jetzt in BFA gespielt hat. Ich glaube, da sind 10 oder vielleicht sogar 11 Leute, die das jetzt mittlerweile schon hinbekommen haben. Mein Ziel war halt, alle Erfolge zu bekommen. Das Letzte, was ich noch gemacht habe, war in der Arena den Gladiator-Titel. Da hatte ich ja noch ein anderes Video gemacht, dieses Waste of Money, wo ich auch noch ein paar andere Sachen zeige, wie die Mounts, die ich mir zum Beispiel geholt hat. Aber da habe ich auch schon mal einiges zu erzählt, deswegen jetzt hier an der Stelle nicht. Genau, jetzt wollen wir noch in die Reittiere einmal reingucken. Und zwar habe ich auf der Horde 642 Mounts und auf der Allianz sind es jetzt insgesamt 643. Es gibt nämlich da unter anderem dieser Gladiator-Drache. Der ist nur Char gebunden, also sprich, der ja, ist leider so, dass man den nur mit einem Char reiten kann. Und dann gibt es noch dieses komische Seepferdchen. Seepferdchen, schauen wir mal. Seepferdchen, hier dieses Vashir-Seepferdchen, das ist auch ein Char gebunden. Das sind so die einzigen Mounts, die nur man auf einem Char hat. Und dementsprechend habe ich auch manche Chars, die haben dann nur 641 Mounts, in Anführungszeichen nur, weil die halt dann das Seepferdchen-Quest nicht gemacht haben. Ich glaube, mit meinem Hordensch habe ich sie extra mal erledigt, weil ich eigentlich den dann als Main setzen wollte, weil der halt auch die Erfolge oder halt mehr Erfolge dementsprechend hat, weil ein Allianz-Char ja leider nicht mehr haben kann, aber naja. Naja, das hat nicht funktioniert. Genau, deswegen diese chargebundenen Mounts werden teilweise auf so Collector-Seiten nicht angezeigt. Ich glaube, auf Simple Armory sind sowohl das Gladiator-Mount als auch das Seepferdchen bei mir nicht drin. Also falls ihr da reinschaut, ja, die fehlen mir nicht, die werden bloß nicht angezeigt. Das ist ein bisschen komisch. Genau, also da soweit die Mounts. Dennoch gibt es Mounts, die ich, also wir können einmal runterscrollen, wenn ihr seht. Also hier sind keine mehr drin, ich habe jetzt alle mehr gespielt. Es ist auch alles angehakelt, aber es gibt Mounts, die ich tatsächlich nicht habe, die man aber nicht mehr spielen kann. Und zwar zum Beispiel habe ich leider den alten Armani-Bären nicht. Der fehlt mir. Dann fehlt mir der schwarze Protodrachen, den hat man damals aus Naxxramas gekriegt. Den verseuchten habe ich, den schwarzen habe ich leider nicht, aber den kriegst du leider nicht. Der ist auch nicht im Black Market. Und das dritte, was mir dann noch fehlen würde, wäre die Ankyrei-Drohne. Und ja, ich glaube, die leidige Geschichte mit der Ankyrei-Drohne habe ich schon ein paar Mal erzählt. Vielleicht, bevor die Leute jetzt wieder nachfragen, die es noch nicht gehört haben. Ich habe diese Quest damals gemacht gehabt mit der Ankyrei-Drohne. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe da noch das Zepter, halt, wie muss ich da drauf drücken? So, ich habe da noch das Zepter irgendwo. Sande. Hier. Also die Ankyrei-Drohne, die gab es für die Öffnungsquest von Akku. Die konnte eigentlich auf dem Server nur einer machen, beziehungsweise wenn du mit dem Hammer, den ich hier auf der Bank liegen habe, das Tor öffnest, dann da waren es glaube ich 1 oder 2 Stunden oder ich weiß es nicht genau, also auf jeden Fall ein kurzer Zeitraum, wo dann noch ein zweiter theoretisch hätte die Quest machen hätte können und dann auch das Mount gibt. Jeder, der die Quest danach macht, kriegt das Mount halt dementsprechend nicht, ja. Heißt, hätte man den Classic machen sollen, dann hätte man das Mount kriegen können. Das ist übrigens auch legendär, ne, an der Stelle. Ich habe aber blöderweise
diese Quest erst in Wattle gemacht. Da gab es die Möglichkeit, weil es neue Server gab, unter anderem italienische und auch anderssprachige Server, die dazu kamen, hätte man transen können auf einen von den neuen Servern. Und ich glaube, es gab sogar auch ein paar neue Deutsche, wenn ich mich nicht irre, auf so einen neuen Server transen können. Also die Quest hatte ich fertig. Mit dem Hammer auf den Gong hauen und zack, man hätte seinen Mount gehabt. Ich war damals zu geizig, den Trans zu zahlen, was 10, 20 Euro waren oder so. Und deswegen habe ich es nicht. Und die Questreihe, die war auch damals zu Red of the Lich King, wie ich die gemacht habe, relativ knackig. Tatsächlich, und die ist ewig lang, also muss richtig viel Zeug dafür tun. Also ich bin mich ziemlich im Ärgern, dass ich das alles durchgezogen habe. Und das ist wirklich der letzte Schritt. Ich hätte nur noch auf diesen Gong hauen müssen und halt vorher auf den Server switchen, hätte ich das Mount gehabt. Ne? Zulaman Bär ist genauso ätzend. Ich habe damals ein paar Mal den Time Run gemacht, also im alten Zulaman tatsächlich noch. Bittererweise, ja, habe ich halt nie das Mount gewonnen, wenn der Time Run geklappt hat. Der hat ein paar Mal hat er auch geklappt, der Time Run. Und da war noch nicht so dieses Mount-Journal, ein Achievement-System gab es noch nicht. Und da, ja, hat man dann mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut und hat ihn nicht gekriegt. War mir damals nicht so wichtig. Jetzt ärgere ich mich ziemlich, dass ich ihn mir nicht geholt habe. Und das Letzte, wie gesagt, der schwarze Protodrache, den hat man im Naxxramas fürs Meta-Achievement gekriegt. Ich meine im 25 oder im 10er, ich bin mir nicht mehr sicher. Es gibt da noch diesen verseuchten Protodrachen. Den hat es dann halt in der anderen Schwierigkeitsstufe gegeben. Der wurde aber sofort als Belohnung rausgenommen, als der nächste Content rauskam, Uldur. Und da, das war der erste Content, wo es Achievements gab, ne? Also mit, das müsste das sein, T7, also Start Red of the Lich King, kam jetzt das Achievement-System rein. Das war der erste Raid. Und da wusste man noch nicht so, wie das funktioniert und dass das rausgepatcht wurde. Und da war mir das leider auch noch nicht so klar. Das sind die drei Mounts, die mir tatsächlich fehlen. Also es würden drei tatsächlich mehr gehen. Ich habe da mal so ein bisschen geguckt. Es gibt da so eine Rangliste, wo man auch mal reingucken kann. Hatte ich es zwar eigentlich nicht, aber wir können jetzt auch mal kurz reingucken in die Rangliste, wenn das laden würde. Ah ja, okay. Genau, es gibt hier so ein Leaderboard und das ist auf Dataphat sortiert. Ich glaube, ich mache mal ein Video über die Seite, die ist relativ cool für Sammler. Und da bin ich gerade im World Rang Platz 3 quasi der... Also da werden jetzt mehr angezeigt, weil er da hier alle Account-Mounts nimmt. Das, was in-game angezeigt wird, sind nur meine In-game-Mounts. Fragt mich nicht, was da der Unterschied ist, ist ein bisschen komplizierter. Hier sind aber alle Mounts, die man auf dem Account hat. Und beim anderen sind es bloß die man in-game, glaube ich, auch reiten kann drin. Genau. Und hier fehlen mir halt auf den besten zwei. Beziehungsweise, ich glaube, der Gladidrache ist noch nicht drin. Also wahrscheinlich wäre ich eigentlich bei 717. Dann würde es mir eins fehlen, aber der Typ, der wird wahrscheinlich den Armani-Bären und oder den schwarzen Protodrachen haben. Und mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwo nochmal hinkomme. Ich hoffe ja, dass Blizzard zur Vernunft kommt und einen von den beiden Mounts oder ja, oder vielleicht sogar beide ins Black Market packt. Wäre auf jeden Fall ein Fan von, weil man ja auch denken muss, den Verseuchten haben sie reingepackt, den Schwarzen aber nicht. Das ist dasselbe Achievement, bloß das eine ist im 10er, das andere ist im 25er. Da muss man nicht verstehen, warum sie den einen reinpacken und den anderen nicht. Aber mal gucken, vielleicht machen sie das ja noch. Vielleicht können wir da Blizzard zu bewegen, dass sie das machen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und naja, mehr Mounts kann ich jetzt nicht erspielen und Achievements auch nicht. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was ich, auf was ich kommen wollte. Und zwar, was mache ich jetzt, wo ich die ganzen Mounts und Achievements habe? Und zwar, ich habe jetzt ein bisschen vor, mal noch eine Heldentat zu machen. Und zwar brauche ich hier eine Essenz noch. Und ihr seht hier von Ashara Mythic. Die habe ich zwar damals geprogressed und auch umgehauen, aber ich habe leider die Essenz nicht gekriegt. Und wenn ich alle Essenzen hier habe, dann gibt es einen Titel, beziehungsweise eine Heldentat und einen Titel. Und das müsste Champion von Azeroth sein. Oder irgendwas mit Champion und Azeroth auf jeden Fall. Ich habe es letztens schon mal im Stream gesagt, da wurde ich berichtigt, dass es falsch war. Aber ich glaube, Champion von Azeroth war das. Und die möchte ich ganz gerne haben. Und das andere, wo ich dran bin, ist hier an Transmog seit neuestem. Und da werde ich wahrscheinlich jetzt auch die Tage noch ein Video zu machen. Das geht einfach hier, ja, ich sammle mir alles mögliche Transmog, was den Druid betrifft. Das möchte ich nämlich einmal vollkriegen. Und auch hier hat diese Seite, Data for Azeroth, so verschiedene Rankings. Ah, es hat es geupdatet. Schau mal an. Achievements hat es geupdatet. Die Seite ist nämlich besser. Jetzt bin ich, seht ihr, World Rang 1. Das war gestern oder vorgestern nicht. Warum hat es das mit den Mounts nicht geupdatet? Ich check's nicht. Ne? Also ich habe jetzt mit dem Video ein bisschen gewartet, weil ich eigentlich auf der Seite das richtig angezeigt werden sollte. Und ich wurde die ganze Zeit als World 11 angezeigt oder so, weil halt x Leute halt noch davor waren. Ne? Und jetzt, also jetzt können wir auch mal gucken, wie viele Leute insgesamt... Ah ja, genau. Ich bin jetzt quasi auch hier mit dabei. Als, seht ihr, als einziger Allianzler. Seht ihr das? Die anderen sind alle Horde. Aber
anders als WoW Progress checkt irgendwie diese Seite, dass ich zwar Allianzler bin, aber dass ich die Hordenpunkte auch habe und tut mich so deswegen hier als mit den vollen Punkten anzeigen. Die Seite ist tatsächlich besser, muss ich sagen, als WoW Progress. Die checkt es tatsächlich. Finde ich gut, weil sonst bist du als Allianzler halt immer hinten dran. Gut, aber jetzt werden wir hier auf jeden Fall als 1 angezeigt. Gut, das mit dem Gladimount hat es jetzt hier leider nicht gecheckt. Also da fehlt halt immer noch was, aber dann wäre ich trotzdem nur auf Platz 2 mit dem anderen Typen zusammen. Und ja, hier sind noch so ein paar andere Sachen. Zum Beispiel, es gibt hier auch noch so Titelgeschichten, da bin ich auch relativ weit. Oder Petscore oder Pet Battle, also mit den Pet Battle Pets bin ich sogar auf World Platz 6. Da fehlen mir auch nur noch ganz, ganz wenige. Da können wir nachher auch gleich mal reinschauen. Rezepte und Appearance. Und das will ich hier hochkriegen, ne? Das ist Appearance, also diese Transmog-Sachen. Da bin ich relativ schlecht, weil ich relativ wenig Transmog bis jetzt gesammelt habe. Und es gibt dann nämlich einen sogenannten Completion Score. Also das zählt halt alles zusammen von Achievements, Mount, Pets, Toys und was es nicht mal alles gibt, was man sammeln kann. Und da bin ich tatsächlich, obwohl ich mit den Appearance relativ schlecht bin, also ich habe eine 35% von der Appearance, bin ich hier relativ weit oben. Ich bin World 35, das ist halt nicht schlecht dafür, dass ich so gut wie kein Transmog-Zeug habe. Und deswegen fammeln wir jetzt ein bisschen Transmog. Und ja, mal gucken. Es gibt halt hier so eine Account-Rating und einen Char-Rating. Aber ich glaube, ich stelle euch die Seite mal ausführlich vor. Das wird jetzt den Rahmen von dem Video ein bisschen sprengen. Genau. Und deswegen werden wir jetzt hier dann demnächst ein bisschen Transmog sammeln. Das habe ich jetzt auch schon eine Weile im Stream tatsächlich nebenbei gemacht. Ich kann euch jetzt nur eins kurz zeigen. Selbstverständlich bin ich mit Haustieren auch soweit fast durch zumindest. Also ihr seht hier unten werden zwei Haustiere angezeigt. Yennefer, das ist ein Pet, das ist ein Rätselpet, das ist leider immer noch nicht gelöst, soweit ich das nachgeguckt. Ich gucke immer mal wieder ein paar Tagen Abstand, ob sie mittlerweile rausgefunden haben, wie man es kriegt. Hat, glaube ich, noch keiner weltweit, weil sie das Rätsel noch nicht rausgekriegt haben. Und das hier ist Murky, den hat man von der BlizzCon 2005 gekriegt, das war die erste. Und wenn ich den kaufen wollen würde, dann müsste ich wahrscheinlich so 4.000, 5.000 Euro auf den Tisch legen. Und im Moment bin ich nicht bereit dazu, diese Summe auf den Tisch zu legen. Ja. Und also Toys habe ich auch alle bis auf ein einziges. Und das ist das unerschöpfliche lila Feuerwerk. Und das kannst du auch nicht mehr kriegen. Das ist ein Toy, das man damals gekriegt hat, wenn man TCG-Karten eingelöst hat, also die Codes eingelöst hat. Das gab damals noch eine andere Seite. Und jedes Mal, wenn du die eingelöst hast, hast du anscheinend so virtuelle Punkte gekriegt. Und wenn du genug Punkte hattest, konntest du dieses Item holen. Es gibt zwar noch diese TCG-Sachen, die du einlösen kannst, aber es gibt diese Seite mit diesen Punkten nicht mehr. Und nur über diese Extra-Punkte konntest du dieses Item kriegen. Also so habe ich es zumindest aus dem Internet erfahren, dass dieses System gibt schon 10 Jahre nicht mehr. Ne? Deswegen kriegst du dieses Zeug nicht mehr. Ich hoffe auch, dass das Item ins Black Market kommt, weil du kannst es schlichtweg einfach nicht mehr kriegen. Die TCG-Sachen, da gibt es zwar auch nur noch wenige von, aber zumindest kriegt man die noch, wie zum Beispiel jetzt den, das habe ich mir letztens geholt, den Spektaltiger oder den Blizzard-Bären oder sowas. Ne? Ach übrigens, wer sich jetzt fragt, diese ganzen externen Sachen, Sammelkartenspiele, ich habe tatsächlich alle TCG-Mounts, ne? Auch das Magic Roost Egg und zweimal sogar den Spektaltiger. Und ich habe auch das andere externe, den Blizzard-Bären. Und was ich für die ganzen einzelnen Sachen gezahlt habe, wie gesagt, ich habe eine Videoserie, die nennt sich Waste of Money, World of Warcraft Edition. Da zeige ich das alles, wie viel ich für was ausgegeben habe. Und ich habe eine andere Serie, die nennt sich Gold-Tagebuch. Da zeige ich, wie ich das Gold für Farm. Ich habe mir nicht alles für Gold gekauft, aber vieles, beziehungsweise das meiste für Gold tatsächlich. Und da reden wir wahrscheinlich von, weiß ich nicht, was ich das Addon ausgegeben habe, knappe 100 Millionen Gold, würde ich sagen, die ich natürlich auch in dem Addon erwirtschaftet habe, oder zumindest das meiste davon. Genau, das war es soweit vom Video. Wie gesagt, demnächst werde ich wahrscheinlich über All the Things mal ein Video machen und ich schätze auch, ich werde mal ein bisschen näher hier auf die Seite eingehen. Data for Azeroth ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, kann ich euch ans Herz legen und werde euch da auch mal ein bisschen was zeigen. Und Simple Armory werden wir, glaube ich, auch mal ein Video machen. Das ist dann noch eine andere Seite, aber wenn ich da jetzt auch noch drauf eingehe, dann wird das viel zu lang. Ja, das war's soweit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und beziehungsweise auch vor allem Ideen, schreibt die auch gerne in die Kommentare, sowohl
was ich noch holen könnte, beziehungsweise auch Videoideen, weil jetzt wird es langsam so ein bisschen Content-Loch-mäßig, ne? Und dann wäre es nicht gar nicht schlecht. Übrigens, ich habe mir auch einen Discord gemacht, ne? Müsste wahrscheinlich unter neueren Videos, also unter dem hier, auch unten verlinkt sein. Da kann man dann auch ein bisschen sich austauschen. Gut, das war es soweit von meiner Seite aus. Hat mich gefreut. Eutela, bis dann. Ciao.